Hallo und willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Diesmal hier im Weihnachts-Spider-Man-Outfit, so rum. So, wir wollen jetzt einmal die Trophäe holen mit dem Fotomodus. Und zwar musst du einmal hier in den Modus gehen, dann einmal den Viereck-Taste drücken. Dann wählen wir hier was aus. Bzz, bzz, bzz. Einfach rundes Licht, so Sticker-Modus. Zack, JJ. J wäre stolz. Trophäe erhalten. Jo. So, diese Folge widmen wir uns an den Herausforderungen. Und versuche mein Bestes zu geben. Weil wir müssen einmal auf jeden Fall spektakulär erreichen bei allen drei Herausforderungen. Gleich nochmal. Und dann müssen wir alle abschließen, glaube ich. Ja, da ist ein Verbrechen, machen wir aber jetzt nicht. Hauskampf am schnellsten. Setz deine Fäuste nicht ein. In dieser Herausforderung schnappst du dir Sachen und prügelst damit herum. Das geht mit Objekten, Waffen, sogar mit anderen Gegnern. Jeder Treffer gibt einen Punkt. Geh zum Starten zur Markierung. Wurfübungen. Cool. Bin bereit. Okay. Halte Dreieck gedrückt, um einen Gegner die Waffe einzureißen und sie herumzusteuern. Zack. Zack. Das war super. Zack. 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 Das Drehen sieht verrückt aus, ist aber echt Zack. effektiv. Zack. Okay, ja. Mit Gegnern Karussell zu spielen ist ziemlich cool. Wir haben schon ultimativ erreicht. Hier wird ein bisschen schwindelig, aber macht Spaß. Da haben wir schon die erste Trophäe. Yeah, man. Fertigkeit freigeschaltet, Spinnrad. Okay. Oh, das ist ja auch neu hier. Okay. Wenn du einen Gegner wirst, drücke im Wurf schnell Dreieck, um ihn weiterzudrehen. Ah ja. Gut, dann haben wir die erste Herausforderung schon mal gut abgeschlossen. Gehen wir mal zur von nächsten. Loslassen länger Schwung zu holen. So kannst du dir Platz verschaffen. Bis zur nächsten Herausforderung. Oh, mehr Schwung holen. Gute Idee. Hey Danny Prinz. In den letzten Wochen hat Harlem eine Reihe von Schicksalsschlägen hinnehmen müssen. Den Angriff auf den CJ Walker Park zum Beispiel. Spider-Man hat eingegriffen und das Viertel beschützt. Aber er war es nicht allein. Genki Lee ist bei mir, ein Einwohner aus Harlem, der Spider-Man dabei geholfen hat. Es war echt toll, dass wir helfen konnten. Sogar noch besser, als wir erfuhren, dass Fisk dahinter steckte. Was haben wir denn hier? Das war für mich und Spider-Man ein absolutes Highlight. Das glaube ich. Wie seid ihr auf diese Verschwörung? Wollen wir jetzt nicht hören? Wir wollen das weitermachen. Pauli Miles, hier testen wir deine Punktsprungfähigkeiten. Ach, passier gut. Alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Bei der Markierung geht's los. Du schaffst das. Dafür bin ich bereit. Los geht's. Punktsprünge. Wie wär's mit Punktsprungtraining? Genau so. Der Punktsprung ist eine wichtige Spider-Fertigkeit. Wenn du schnell sein musst,
Langsam in Fahrt. Nein. Ja, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh. Zwei 40 Sekunden. Das ist auch schon mal die nächste Trophäe. So, was haben wir hier freigeschaltet? Drücke bei Kontakt mit dem Punkt, zu dem du dich schwingst, X, um die Punktsprungdistanz stark zu erhöhen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, dann hätten wir das. Ah, guck mal, hier haben wir schon den nächsten freigeschaltet. Uiuiuiuiuiuiui. Das machen wir aber, glaube ich. Das machen wir, glaube ich, in zwei Folgen, aber. Machen wir eine schnelle Reise. So. So, was haben wir hier? Die dritte Herausforderung. Lautlos. Oh, lautlos ist immer gut. Oh, das muss doch auf Zeit machen. Okay. Lass dich vom Knallbuntkostüm nicht täuschen. Schleichen ist sehr wichtig in diesem Job. Schalte hier alle Gegner aus, ohne dass du gesehen wirst. Je schneller, desto mehr Punkte gibt es. Auf zur Markierung, um anzufangen. Okay, lautlos also. Los geht's. Verpass einem ein Netz, wenn du über ihm bist. Es geht nichts über Bösewicht-Burritos. Wenn sie mich sehen, ist es aus. Ich muss aufpassen. Oh nein. Boah, das wird jetzt kritisch. Ich glaube, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Wieso Gefahr? Was machst du? Das wird nichts mit der Zeit, ey. Das finde ich schön kuschelig eingerichtet. Leichen ist der Hammer. Wie Versteck spielen mit super hohen Einsätzen. Macht Spaß. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Nee. Alles gut. Suchprotokolle aktiv. Mögliche Störung. Leite Untersuchung ein. Alarm. Hinweis auf feindliches Ziel in der Nähe. Come on. Verstärkung angefordert. Akustischer Alarm. Mögliche Störung entdeckt. Leitung oder Suchung eingeleitet. Die Hälfte müsste ich schon haben. Stelle Sichtkontakt wieder her. Verstärkungseinheit auf Position. Das ist ein Glückstag heute. Sorry.
mögliche Störung entdeckt. Beulen. Ich wusste, ich schaff das. Fast. Das war knapp. Na, verflixt. Du wirst gesehen. Nochmal? Ach Mist. Fast. Oh, dein Ernst? Nur weil ich diesen Fehler gemacht habe. Okay. Vergiss den unteren Bereich nicht. Die könnten überall sein. Ich darf nicht gesehen werden, sagte Pete. Ja, jetzt machen wir so ein bisschen schneller. Als ich dachte. So, jetzt müssen wir hier rüber. Einmal. Zweimal. Sicher. Da war noch einer. Okay, der ist sicher. Hey, mach mal Pause. Okay. 1, 2, 3. Ist sicher. Die Hälfte müsste ich schon haben. Läuft besser wie vorhin, auf jeden Fall. Zack, der ist jetzt auch sicher. Jetzt haben wir noch die da unten, ne? Die werden jetzt ein bisschen kritischer hier. Kritischer. Die da, die da, die da oder die da. Haben wir alle? Okay, warte mal. Akustischer Alarm. Möglicher Eindringling. Alarm. Ach, come on. Sehen Sie so friedlich aus. Einfacher als ich dachte. So, jetzt haben wir noch die drei, ne? So, wenn wir die ablenken hier. Mögliche Störung. Leite Untersuchung ein. Komm. Alarm. Das ist sicher. Schneller sein. Jawohl. Und auch da die Trophäe. Ultimativ. Reife Leistung. Jetzt bist du ein echter Ninja und man wird dich nicht. Gegner brauchen länger, um dich in Thamos zu entdecken. Ah, wunderbar. Gut, das wäre dann echter Ninja. Gefällt die erste Folge davon. Ja. Was haben wir hier, hier und hier? Gut, reisen wir schon mal rüber für die nächste Folge. Das mit der Brücke war. Zack. Was hättest du auch machen sollen?
Heute möchte ich ein paar Gerüchte ansprechen, die in den Kaschemmen und Billardhallen die Runde machen. Nämlich, dass Wilson Fisk Harlem angeblich destabilisieren möchte, damit er billiger und einfacher an Immobilien kommt. Und das aus dem Gefängnis heraus. Also, Sie wissen ja, dass ich Verschwörungstheorien ablehne. Wenn es Beweise gibt, bin ich der Erste, der Vergehen verdammt. Aber bis dahin ist es toxisch, unverantwortlich und falsch, derart haltlose und hetzerische Behauptungen zu wiederholen. Ein derartiges Verhalten würde ich von jemandem wie Spider-Man erwarten, der bekanntermaßen ein großer Freund instabiler Nachbarschaften ist, weil es dadurch mehr Verbrechen gibt und mehr Gelegenheiten für ihn, sich zu profilieren. Also, passen wir auf, was wir sagen und bleiben wir bei den Fakten, okay? Bleiben wir bei den Fakten, genau. Und die Fakten sind, dass wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Bis dahin, ciao, ciao.